Wow. Boah, sieht echt cool aus. Tetris. Oder Pixelart. Ein Zahnrad. Mehr Zahnräder. Das sieht krass aus. Hey, die Symbole kennen wir doch. Das sind doch die Symbole von den drei Flammen. Und das in der Mitte kennen wir auch. Von meiner Hand. Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Mike. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet dich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Aha. Geh, durchschreite das Portal und du bist am Ziel deiner langen Suche. Gehen wir jetzt in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Das werden wir jetzt wohl herausfinden. Ich halte doch mal hier in Stellung. Ja. Tu das. Das Mütterchen sagt ja ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt und dann muss ihn ja jemand eine Abräumung verpassen. Darauf muss ich mich vorbereiten. Cool. Und wer soll sich schon sonst. Wer soll sich denn sonst um das Mütterchen kümmern? Außerdem. Ach, nichts. Okay. Dann halt nicht. Grüß Zelda von mir, Mike. Okay. Wenn wir sie sehen, dann werde ich dir versuchen, das zu erzählen. Was wird, wie tapfer du hier warst. Alle im Wolkenhort werden immer stärker. Somit auch Bardo. Und jetzt. Rein in das Portal! Boah. Oh, das sieht echt cool aus. Sieht richtig cool aus. Hinein! Yeah! Oh, wir rennen einfach durch. Okay, ich dachte, wir fliegen jetzt so. Nee. Okay. Und wo sind wir jetzt? Oh, ich habe Impa gesehen. Hylia-Tempel? Moment mal! Hylia! Das ist neuer Ort? Sehr nah an Wolkenhort dran. Und Impa möchte mit uns reden. Hey! Da bist du ja endlich, Mike! Ich hab dich erwartet! Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist, doch ich werde dich aufklären. Dies ist der Hylia-Tempel. In deiner Zeit kennt man ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Unermesslich lange ist er für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen hat. Hier ist indes nur ein Anblick vergangen, seit der Wolkenhort vom Erdland getrennt wurde. Genau, du hast das Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh aber nun durch das Tor dort hinten. Moment, könnte das bedeuten, dass manche Charakter von der Vergangenheit sind und in die Zukunft, jetzt unsere Gegenwart gegangen sind oder vielleicht auch andersrum? Zeitreisen! Dort erwartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast. Zelda? Ist das Zelda? Moment, ich möchte kurz ein bisschen umschauen.
Also wir sind jetzt hier im Tempel des Siegels. Aber jetzt ist das hier der Hylia-Tempel von damals. Können wir speichern? Ich meine, warum nicht? Kann man ja mal machen. Badabam blam. Genau. Hey, schaut mal hier. Was ist denn noch? Aber da habe ich noch nicht rein. Okay, ja, komm, wir wollen Zelda sehen. Moment, ich habe nicht mehr so viel Leben. Kann ich hier vielleicht... Nee, keine Rubine. Herzen. Okay, ich habe jetzt das Rubine-Medaillon, deshalb kriege ich nur noch Rubine. Okay. War vielleicht nicht so klug. Oh, Moment, ist egal. Wir können uns hier heilen. Okay, Zeitreisen. Also wir sind jetzt in der Vergangenheit. Heißt das, wir können jetzt überall nochmal zurück in die Vergangenheit? Oder nur hier in dem Wald, in diesem Tempel? Ich habe keine Ahnung. Zeitreisen sind sehr gefährlich und kompliziert. Denke ich zumindest. Und da ist sie! Zelda! Hübsches Kleid. Endlich bist du hier, Mike. Du hast einen langen Weg hinter dir. Impa hat dir sicher gesagt, wo wir hier sind, oder? Das hier ist die ferne Vergangenheit. In dieser Zeit leidet das Land noch unter den Verwüstungen des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkengott erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen. Keine Theorie. Lass mich dir alles erklären. Dieses Lied. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, alle seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce. Der Todbringer entfesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davongetragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Wow. Zuerst erschuf sie Fei, den Geist, der deinem Schwert innewohnt und der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgabe leiten soll. Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft und ihren unsterblichen Körper auf. Das ist sicher schon verstanden, Mike. Du bist der Auserwählte. Und ich, Zelda, ich bin die als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Boah. What? Am Tag der Vogelreiterzeremonie riss mich Girahims Wirbelwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich am Siegelhain eine alte Frau. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia. Die Frau, oder Hylia, die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich tun musste. Ich bin zu jenem Tempel gereist, um vor den Statuen der Göttin zu beten. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impa als Dienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Mike, das Siegel hat ihm seine wahre Gestalt genommen, daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Moment, das große Viech ist es? Böse? Das wird ganz... Versiegeln? Oder verstehe ich gerade noch was falsch? Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier, in dieser Zeit, das Siegel stärken.
So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Du meinst, du willst hier bleiben? Das Siegel des Heilia, das ich erschaffen habe. Ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerungen zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist. Aber sag das doch nicht! Bestimmt finden wir einen anderen Weg! Die Göttin hat dir Fei und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Mike. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast ihn mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken, Mike. Auf deiner langen Reise hast du viel erreicht. Wie Link guckt, er kann sich fassen. Weisheit durch das Lösen von Rätseln. Kraft durch zahlreiche Kämpfe. Mut durch das Bestehen der Prüfungen der Göttin. Du bist nun würdig, das Erbe der Göttin, das Triforce, zu führen. Das Triforce? Aha. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen und hast es bis hierher geschafft. Du bist ein wahrer Held. Als Anerkennung deiner Kraft, deines Mutes und deiner Weisheit verleihe ich dir, Träger des Schwertes der Göttin, eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gebeten, das Böse zu besiegen. Das Zeichen auf meiner Hand. Dieses leuchtende Zeichen auf deinem Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Komm, so ziehe nun dein Schwert, Mike. Alles klar. Down, 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 down. Die Flügel breiten sich aus und durch den Segen der Göttin hat das Master Sword endlich seine wahre Gestalt erhalten. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen. Nur du kannst es führen, Mike. Denn Fei hört nur auf mich. Mike, ich muss mich bei dir entschuldigen. Das Symbol des Triforce auf deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber um jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen und es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie selbst es nicht nutzen können. Vielleicht wollten sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ja, so wird es gewesen sein. Heiler benötigen einen Auserwählten. Oder Heiler benötigte einen Auserwählten mit einem starken Geist, der der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Heißt das, ich war auch mal in der Vergangenheit, so wie Zelda? Aber um die unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Ich habe noch ganz viele Puzzleteile, die ich zusammensetzen muss. Die Göttin Heilia wusste. Ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten, würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Ich habe dich benutzt. What? Mike, es tut mir leid, dass ich dich in dies alles verwickelt habe. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, um ihn für uns zu entscheiden. Ich weiß, dass das sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Um das Siegel aufrechtzuerhalten, werde ich hier ruhen. Und mag es auch eine Ewigkeit dauern. Oh. Wein doch nicht. Wir werden das alles schon hinkriegen. Mike, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ich wollte nur bei dir sein. Zelda! Nein! Not again!
Oh. Mach auf! Mike! Mike! Ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, aber ich bin noch immer die Tochter meines Vaters. Und deine Freundin seit Kindheitstagen. Zelda, wie du sie kennst. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Wirst du dieses Mal mich aufwecken, Mike? Das werde ich. Verspreche es dir. Verlass dich auf mich. Ich verspreche es. Sie hat sich in diesem Kristall eingeschlossen. So lange, bis wir das Böse vernichten. Doch wie fange ich damit an? Boah, das muss ich alles verkraften. Ich bin der Held. Sie ist Zelda, aber gleichzeitig auch eine Göttin. Boah, so viele Puzzleteile, die ich immer zusammensetzen muss. Boah, da krieg ich Gänsehaut. Puh, das könnte eine ganz alleinigstellige... Boah, ich kann nicht mehr reden. Puh, das könnte eine ganz eigene Folge werden eigentlich schon. So viel, wie das jetzt gerade war. Aber... Na gut, wie fangen wir an? Ihr habt euch verabschiedet. Finde das Triforce, so wie du es Zelda versprochen hast. In deiner eigenen Zeit warten viele Aufgaben auf dich. Sorge dich nicht, ich werde Zelda hier beschützen. Vollende du deine Aufgabe. Okay. Alles klar. Boah, das war echt heftig, oder? Aber vielleicht haben der ein oder andere jetzt ganz viele Fragen beantwortet bekommen. Ich auf jeden Fall. Wir sind so gesehen ein Auserwählter. Vielleicht sogar der Auserwählte. Schreiben wir zurück und berichten, was gerade geschehen ist mit Zelda. Ich finde dieses Portal immer noch so cool. Du bist wieder zurück. Genau. Dann weißt du jetzt alles. Auf der anderen Seite des Tores schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben, es geht ihr gut. Stimmt, weil sie in der Vergangenheit... Moment mal. Also, sie war in der Vergangenheit die ganze Zeit dahinter, steht da einfach nur so rum. Und jetzt ist sie aber versiegelt, das heißt, also... Vorher war sie nicht da, aber jetzt, als ich das Portal gegangen bin, ist sie da in diesen Kristall eingesperrt. Und jetzt ist sie dort auch. Heißt das jetzt, die Hüterin... weiß die ganze Zeit, dass sie dahinter ist, weil sie ja schon seit vielen Jahren da ist. Und was ist eigentlich jetzt mit dem Wolkenhort? Wissen die, der Vater zum Beispiel, weiß der überhaupt, dass er ein Kind hat? Zeitreisen sind kompliziert, Freunde. Sehr kompliziert. Das Triforce, jene Kraft, die den Todbringer besiegen kann, wurde der Legende nach von der Göttin im Wolkenhort versteckt. Aber niemand weiß wo. Dazu schweigt die Legende. Mehr weiß ich leider nicht darüber, Mike. Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenhort verbergen. Du sollst dich auf die Suche nach dem Triforce machen. Hey, warte mal einen Moment! Ja? Mike, ich muss mit dir reden. Mhm. Was gibt's? Also, Zelda, dir geht's doch gut, oder? Ja, sie ist sicher. Das ist gut. Aber es ist noch nicht vorbei, oder? Es ist so, Mike. Ich habe mich entschieden, nicht zum Wolkenhort zurückzukehren. Ich bleibe mit dem Mütterchen hier. Macht nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, was ich tue. Weißt du, ich habe hier meine Bestimmung gefunden. Ich muss dieses Ungeheuer bewachen.
und mich um das Mütterchen kümmern und so. Und ja, meine Aufgabe ist sicher nicht so ruhmreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden, verstehst du? Irgendwer muss das ja machen. Außerdem gefällt es mir hier. Zwischen den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtiger fester Boden zu den Füßen ist auch nicht zu verachten. Schau! Dank Zelda und dem Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Wenn man hier einen Keimling pflanzt, würde daraus bestimmt ein toller Baum pflanzen. Der Vergangenheit vielleicht? Und dann wird er hier wachsen? Das hier wird sicher mal ein Ort, an dem die Menschen gerne leben wollen. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis ein Baum hier richtig groß wächst. Aber ich habe Geduld. Das ist, was ich gerade fühle. Jedenfalls, also, grüß alle von mir, wenn du zum Wolkenhaus zurückkehrst. Meine Jungs werden vielleicht traurig sein, aber sag ihnen, dass es mir hier gut geht. Danke, Mike. Alles klar. Wir brauchen einen Setzling dafür. Puh, sehr viel Input. Okay, es kann aber auch sein von den Zeiten her, dass vielleicht sich alles erst genau dann ändert, wenn es in der Vergangenheit passiert ist. Zum Beispiel, alles bisher war richtig, sei das in Kristall gegangen und erst in dem Moment ist sie auch in der Gegenwart in den in Kristall gegangen. Oder irgendwie so. Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Schade. Okay, also zurück zum Wolkenhort, I guess. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zusammenschneide. Aber das weiß ich ja nie. Sagen wir mal ehrlich, das weiß ich nie. Wo ist denn die Statue? Ich habe sie komplett aus den Augen verloren. War sie nicht hier? Da drin war eine, ja klar, aber ich glaube, mit der kann ich nicht fliegen. Oder? Kann ich mit der fliegen? Ich glaube nicht. Nee, denn ihre Flüge so zu. Ich meine, hier irgendwo bei, in der Nähe vom Katapult war doch die Statue, ne? Die war da hinten, oder? Boah. Okay. Aber Zelda hat ja anscheinend magische Kräfte, oder? Genau, der hat seine Flüge ausgespreitet. Da können wir jetzt fliegen. Ja. Okay, aber wenn Zelda doch so alles machen kann, dann... Ich meine, okay, ja gut, sie ist eine Göttin. Macht schon Sinn, dass sie da magische Kräfte hat. I don't know. Hm. Alright. Ich denke mal, dass wir hier hin müssen. Das habe ich mal hier hingeflogen. Also zumindest wirkt das ja bei der Statue der Göttin so, als wäre das ja ein Ort, wo wir jetzt hin müssten. By the way, weil wir schon mal hier sind, es gibt ein kleines Secret. Das kann ich euch mal eben zeigen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Oh. Das meint ich eigentlich nicht. Okay, ich habe es gefunden. Und zwar da oben kann man sich dran heften. Ist nichts Besonderes, ist nichts Wichtiges. Man muss hier nicht hin. Ist aber ein kleines Secret, das wollte ich euch mal zeigen. Ah, muss man wieder im richtigen Winkel machen, glaube ich. Damit man stehen bleibt. Moment. Vielleicht von weiter weg. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht von hier? Nee. So? Jetzt haben wir's. Okay. Genau, hier gibt's ein Secret. Und zwar gibt es hier ganz viele kleine Kätzchen oder Lemuren. Mäh, hab ich gerade alle aufgeweckt. Hallöchen, meine Kleinen. Und jetzt können wir hier... Oh, wie süß. Hallo, Kleiner. Jetzt können wir einen auf Mario 65 machen und einfach mal ein bisschen fliegen lassen. Trollerloi. Aber keine Sorge. Die können flattern. Die fliegen wieder nach oben. Ja, mehr gibt's hier nicht. Man sieht auch hier auf der Map, dass hier irgendwas ist. Es gibt nichts Besonderes. Ich wollte es mal zeigen. Um ein bisschen die Mood abzubrighten. Okay, aber jetzt wollen wir mal ernst bleiben. Jetzt wollen wir mal ernst bleiben. Link, ernst bleiben, ich gesagt. Danke. Und ich glaube, dass wir hier rein müssen, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht erfahren wir hier was Neues. Versuch's mal. Nee, nichts Neues. Ist ja falsch. Hier gibt's nichts. Hm, da müssen wir anders nachschauen. Was würde mir noch einfallen? Vielleicht mit dem Vater von Zelda reden? Oder Vater von Zelda? Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich der Vater von ihr ist. Soll er ja angeblich, aber wer ist schon Zelda, ne? Also, ich kann es trotzdem mal versuchen. Was anderes würde mich einfallen. Wer wäre noch wichtig in der Story? Mit wem kann ich denn noch reden darüber?
Ich glaube, der einzige Charakter, mit dem ich zu reden könnte, war halt wirklich der Vater. Ich glaube, der hält sich hier auf, ne? Ja. Ja, sagt auch schon hier die Punkte, dass man mit dem reden muss. Mike, hast du etwas Neues über Zelda ausgefunden? Sag schon, und sei es nur der kleinste Hinweis, ich will alles hören. Nein, die Sache ist so. Du kannst darüber noch nicht sprechen? Ich verstehe. Es gibt Dinge, über die man nicht reden kann, und dann soll man schweigen. Ich habe ein wenig nachgedacht, Mike. Es tut mir leid, mit anzusehen, wie du dich so mutterseelen allein deinem Schicksal stellst. Ich bin ein alter Mann, aber vielleicht kann ich dir gerade deswegen helfen. Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Du kannst mich alles fragen, was du zum Wolkenrad wissen möchtest. Also? Was sagst du? Du willst wissen, was das Triforce ist? Woher weißt du? Die alten Schriften sagen leider nur sehr wenig darüber. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Es tut mir leid, da rede ich von meiner Weisheit und muss trotzdem passen. Was? Ob es jemanden gibt, der dir mehr über das Triforce erzählen kann? Ich fürchte, dass es hier im Wolkenrad keine solche Person gibt. Fein? Nächstes Ziel. Um den Todbringer vollständig zu vernichten, musst du dich auf die Suche nach dem Triforce bewegen. Ja, das weiß ich. Ich hatte dir dringlich Informationen über das Triforce im Wolkenrad einzuholen, Gebieter. Soll ich jetzt rumrennen und jeden befragen? Einen Moment, Mike! Einen Hinweis kann ich dir geben. Vielleicht hast du von dem uralten Himmelsgeist Narisha gehört. Narisha ist seit ewiger Zeit der Hüter der Wolken und zugleich ein wandelndes Lexikon. Bin mir sicher, dass er dir etwas zum Triforce sagen könnte. Wo ist er? Das ist eine wirklich gute Frage. Dir ist sicher schon diese riesige Sturmwolke aufgefallen, die vor kurzem aus heiterem Himmel erschienen ist. Es gibt das Gerücht, dass Narisha in dieser Wolke eingeschlossen wäre. Ich hatte Meister Otus beauftragt, diesem Gerücht nachzugehen, doch dann kam die Sache mit Zelda dazwischen. Ich habe ihn noch nicht befragen können, aber vielleicht hat er bereits etwas herausgefunden. Vielleicht solltest du Meister Otus direkt nach Narisha fragen. Kennen wir den? Ja, bestimmt. Bestimmt irgendein Lehrer hier oben, oder? Schauen wir mal nach, was in den Giruna? Nee. Tyktor oder was auch immer? Nee. Zelda? Nee. Die retten wir. Vielleicht ist der Dude auch unten in der Klasse, oder? Oder ist ganz woanders? Zimmer von Mike. Wie vielleicht? Ach, die beiden sind wieder hier. Na, wie läuft's? Ja. Wie geht's dir, Mike? Hä, die Götter des Triforce versteckt? Also davon weiß ich nichts. Vielleicht solltest du besser einen der Lehrer fragen? Und du? Wie, Triforce? Was soll das sein? Ja, okay, die kennen das nicht. Baros Reich. Grüß. Rex und Struss. Struss. Ach, schau mal einer an. Bist du das vielleicht? Der Wahrsager macht in letzter Zeit ständig so ein verdrossenes Gesicht. Er meinte, sein Kristallding sei kaputt und verkriecht sich seitdem ständig in deinem Haus. Wie wäre es, wenn du mal nach dem Wahrsager siehst? Sein Haus liegt im östlichen Teil des Wolkenorts. Okay, kennen wir euch eigentlich? Habe ich schon mal mit euch geredet? Ich habe nur so ein Gerücht gehört. Nachts erklingt beim Wolkenheim der Ritter in der Ritterschule die Stimme einer Frau. Ich mag zwar aussehen wie ein starker Kerl, aber solche Geschichten treiben mir den Angstschweiß auf die Stirn. Was sagst du da? Jemand auf der Toilette ruft nach Papier? Ich kenne das Gefühl, wenn man da sitzt und plötzlich bemerkt, dass kein Papier da ist. Das ist wirklich unschön. Ja, auf jeden Fall. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar, schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Ich habe noch nie mit ihm geredet. Hätte ich machen sollen. Sorry, jetzt habe ich es nachgeholt. Okay, im östlichen Bereich soll ich mit dem Wahrsager reden. Ist er vielleicht dieser Dude? Kann sein. Ah, da ist der Kiste. Ach, sieh mal einer an. Haben wir wohl vergessen, ich und Ningi. Östlichen Bereich. Nee, ich glaube, die da. Nee. Ach! Die haben wir gerade erst freigeschaltet, die Kiste. Moment, dann machen wir das zuerst. Die Kiste haben wir gerade erst freigeschaltet, glaube ich. Als wir vorhin in Eldin diesen Stein gemacht haben. Ich glaube, der war hierfür, oder? Es kann gut sein, dass er das ist.
Oh, bitte sag mir, du schaffst das, Link. Danke. Danke. Gut. Okay, gehen wir da ganz schnell nach oben, holen wir es auch noch. Bevor wir dann das Haus suchen gehen. Dann haben wir zumindest die ganzen Truhen hier abgehakt, denke ich zumindest. Das ist ja alle waren dann. Hopp, hopp, hip, hopp, hopp, hopp. Genau, hier ist die Truhe. Perfekt. Dann können wir auch eigentlich das Signal hier eben wegmachen. Und schauen, was wir hier so finden. Was Nices! Und zwar ein Herzteil! Zwei haben wir damit schon. Das heißt, ein halbes Herz haben wir damit schon vollgefüllt.